So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal gucken, ich habe irgendeine Taste gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Direkt wieder rein. Stream läuft noch, sehr schön. Und wie sieht's aus? Wir haben wieder ein bisschen was. Hier machen wir noch ein Feld hin. Und zwar Dummädchen. Braucht Pflaumen. Hier wachsen doch schon die Pflaumenbäume, du Dulli. Eine Scheune wäre nicht von schlechten Eltern. So, die braucht... Was braucht die Scheune? Holzbretter und Weizenbündel. Haben wir doch alles. Hä? Warum? Da soll kein Holz rein. Was soll das? Oder nutzen die das Geld zum Bauen? Ja, die nutzen das zum Bauen, gut. So, die Scheune steht. Hat sich das hier gerade erweitert? Ernsthaft? Okay. Okay, okay, okay. Häuserhammer. Wir brauchen aber wieder Holz. Das heißt, jetzt kommt eine Baumfarm. Wo machen wir die hin? Hier hin. So. Hier wird also auch Holz akzeptiert. Ansonsten haben wir jetzt soweit erstmal alle Männlein fast glücklich. Ich denke mal. Könnt uns noch ein Häuschen bauen. So, dazu brauchen wir wieder Stein, Ziegel und das da unten. Ich habe in der Zeit noch mal kurz raus. Also nicht wundern, dass es gleich pausiert ist. So. Und wir haben das dritte Häuschen. So muss es sein. Das heißt, wir könnten regulär die Lagerfeuer jetzt hier wegmachen, oder? Genau. Hey, was denn? Oh, wow. Scheiße, die müssen bleiben. Ah.
Scheiße. Okay. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Mit einem Lagerfeuer erweitern wir unser Gebiet. Interessant. Interessant, interessant. Steht das eigentlich auch dabei? Hier. Gebiet, Gebäude können nur innerhalb des eigenen Gebiets errichtet werden. Baue Leuchtfeuer und besiege gegnerische Lager um das Gebiet zu... Sag mal, da fehlt doch ein Leerzeichen bei Lager und um. Jo, warum? Das ist doch kein... Doch, ist ein Lagerfeuer. Okay. So. Das also gemacht. Interessant, interessant. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall die Werkzeugschmiede hinbauen. Die kriegt auch nochmal ein kleines Lager hier hinten dran, aber nicht so ein großes. So. Dann kann jetzt der Ofen kommen. Der kommt dahin. Das kommt damit rein. Holz, Kohle, Ton, Ziegel. Also so. 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 Und eine Roboterwerkstatt. Die kriegt auch ihr eigenes Lager. Dorte. Und die brauchen dann immer Holzteile. Okay. Und bestimmt auch ab und zu mal Stein. Da heult immer noch einer rum, weil er pflaumen will. Meine Güte. Das können wir noch nicht. Eine Textilverarbeitung, genau. So. Dann müssten wir so langsam eigentlich, ja, uns nur noch da hochbauen.
Das heißt, hier oben kommt also nochmal. Was ist denn das hier? Das ist bloß dekorativ. Okay. Nicht tatsächlich dort hinbauen. Wo dieser Baum ist. Das Schwein gehört uns. Cool. Na komm, dreh dich wieder gerade. So. So, noch ein Steinchen dahin. Da kommt der Stein. Na dann. Sehr schön. Das gehört jetzt uns. Insel verlassen. Zurück zum Hauptmenü. Damit haben wir das Tutorial abgeschlossen. Ja, genau. Und riesige Karte. Ich gucke mir das jetzt nur mal ganz kurz an. Einige Schiffbrüchige wollen sich unserer Kolonie anschließen. Wir haben Gerüchte über Schiffbrüchige gehört, die auf der anderen Seite der Insel gestrandet sind. Wenn wir unser Gebiet zu ihnen erweitern, werden sie sich uns anschließen. Normale Ressourcenverteilung. Exportgüter und Geld zu verdienen. Baue einen Frachthafen und exportiere Güter, um Geld zu verdienen. Tipp: Wenn dir die notwendigen Ressourcen fehlen, kannst du einen Hafen bauen, um sie zu importieren. Exportiere, produziere Waren, um sie zu bezahlen. Ich will mir das jetzt nur mal angucken, ne? Wie groß ist die? Ui. Ui. Das ist groß. Zum Hauptmenü. Ich habe ja gesagt, ich will es mir nur mal kurz angucken, ne? Wir könnten jetzt eine Kampagne spielen und die werden wir aber auch spielen. Neue Kampagne. Kampagne Real Desk. Starten. Eine kurze Reise durch alle Biome, bis die Story fertig ist. Errungenschaft freigeschalten. Die Oase. Errungenschaft freigeschalten. Aschenwelt. Okay. Okay. Ja, Grasland, bla bla bla, wir werden bei der anfangen. Drück eine Taste, um loszulegen. So, was ist das denn? Baggerfluss liefert einen Gegenstand, der von einem anderen Spieler gespendet wurde. Warte mal, was? Das ist doch aber ein Off. Okay. Okay, okay, okay. Erste Mal ein Lager. So. Hat der überhaupt was an Bord? Ja. Dann bauen wir dort direkt ein Lagerfeuer hin. Sag mal, warum? Ach so, alles akzeptieren. So.
Jetzt geht's los. Einfacher Kampfroboter. Okay. Bevor ich es vergesse, Spiel speichern. Errungenschaft freigeschalten, Expansion. Löschen. Keine Mods verwendet. Nö, Vanilla. The Story. So. Dann. Ich würde sagen... Erstmal alles weg, was weggeht. So. Da haben sie jetzt erstmal was zu tun. Bevor sie hier wegen Häuser meckern, haben sie erstmal was zu machen. Was ist das denn? Ein Baustein. Alles klar. Nee. Wir bauen erst einmal das da. Dahin. Okay, die sind bis jetzt noch alle unglücklich. Richte Pferdebahnhof ein, baue eine Wasserversorgung, pflanze Tomaten und Erdbeeren. Ja. Errungenschaft freigeschalten, QB Crafting. Cool. Hier, wir können alles herstellen. So. Fünf mal fünf. Fünf mal drei. Und da kommt Weizen hin. Das Weizen kommt dahin. Und das kann dann auch mal dahin geliefert werden. Ach, da brauchen wir noch einen Brunnen. Seht ihr? Da oben. Ach ja. Errungenschaft freigeschalten,
Wunschbrunnen. Na doch, hier. Da hat doch aber hier Holzscheite, willst du mich verarschen? Hä? Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Aber hier ist doch alles drinne, Stein, alles drinne, hä? Das geht ja von dem nach da und das, was der herstellt, geht dahin. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz gerade. Um die Angemare ins Lager platziert zu ändern, klicke mit der linken Maustaste drauf und ändere die akzeptieren. Ach so! Lol, stimmt, da war ja was. Holzgriff, Steinrohling. So. Stellen wir hier gleich mal ein bisschen was her. Achso, die beschweren sich ja wegen Häuser. Obdachlos, ja, gut. Eins, zwei, drei. Errungenschaft freigeschalten, Leben auf dem Land. Ihr seht das nicht, aber ich lese das jedes Mal vor. Also Wasser haben sie mehr als genug, so wie es aussieht. Holzteile. Damit wir die Häuser weiterbauen können. Aber die scheinen das halt immer im Wechsel zu bauen, sehe ich. Oder sieht für mich zumindest so aus.
Level up, level up, level up, level up, level up. Jetzt bringt doch mal den Weizen darüber, wenn ihr Bock auf Häuser habt. Ihr sollt den Weizen dahin bringen. Hey, die beschweren sich, dass die Häuser wollen, aber bringen den Weizen nicht dahin, damit ich die Holzteile bauen kann. Was ist denn das für eine Logik? Das Ding hat doch schon hohe Priorität. Oh Mann. Ich muss das gerade nicht verstehen, warum die den Weizen von dem Endlager nicht da reinbringen. Ja und jetzt? Jetzt ist das Lager voll. Ihr Dullis. Das toll gemacht. Holzbretter, Hammer, Steinblöcke, Hammer. Es fehlt wirklich nur der Weizenbündel und der ist hier drin und der soll ja hier rüber transportiert werden. Deswegen verstehe ich das nicht, dass die das nicht machen. Ich verstehe das einfach gerade nicht, hä? Wie dämlich müssen die denn bitte schön sein? Ich verzweifle gerade an den Männelkicken hier. Boah, bringt doch die scheiß Weizenbündel endlich mal rüber.
Ich verstehe das einfach nicht. Ach, kann es sein, weil das von dem vielleicht auch irgendwie so mitgemacht werden muss? Aber das glaube ich eher weniger. Lol. Doch, du. Oh, alles klar. Wie die auf immer losrattern. Schön. Das erste Haus wird gebaut. Nächstes Haus steht. So, letztes Haus steht. Die wollen Blumentöpfe. Dann kriegen sie doch welche. So. Was für, wenn jetzt eine Blumen fehlen, ne? Zum Bau fehlen Blumen. Ja. Oh, guck mal, Winterwunderland. Yay. Ich würde sagen, alles abreißen. Ja, das Lager hier ist jetzt voll. Für was sind diese Münzen eigentlich gut? Währung kann verwendet werden, um Rohstoffe auf deine Insel zu importieren. Verdiene Geld durch den Export von produzierten Waren oder das Erfüllen von Aufgaben. Gewonnen, Insel verlassen. Nö, ich will die jetzt aufdecken. Ich will die jetzt aufdecken. Und zwar komplett. Ach ja. Hm.
könnt jetzt hier hinten noch ein richtig schönes Feld hinmachen. Für die drei Sachen. Wasser kann ja dort weiterhin gelagert werden. Gebäude freigeschalten. Großes Leuchtfeuer und Hafen. Leuchtfeuer, alles klar. Damit können wir auch wieder Gebiete freischalten. Oh, nice, nice. Und einen Harfen. Der steht hier. Dahin. Was brauchen der? Holzteil, Ziegel, Steinblock. Okay. Ich kann zwar noch keine Ziegel herstellen, aber gleich. Dahin. Natürlich kriegst du auch noch ein Lager. So. So, hier hinten haben wir auch aufgedeckt und jetzt bauen wir hier ein großes Leuchtfeuer hin. Dahin. Wir müssten vielleicht mal anfangen, eine Baumfarm zu bauen. Ja, wobei... Dies hier wegmachen. Dies hier wegmachen. Hier mal wieder Steine. Hier kann alles weg. Ja, hier kann alles weg. Und das kann auch weg. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal, was ist das? Das sind doch Tomaten. Pflanze Tomaten und Erdbeeren. Ich hab doch hier Tomaten und Erdbeeren. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe hier Tomaten. Ah, weil die keinen Platz im Lager haben. Okay. Ja gut. Wir machen gleich noch einen Lagerplatz. Wir machen da gleich noch... Oh, da steht ja schon. Cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dann machen wir jetzt hier hinten... Tomaten...
Und hier nochmal ein fettes Lager. Warte mal, jetzt sind ja die Tomaten weg. Hä? Ey, ganz ehrlich, bauen wir gleich wieder dort hin. Na komm, beeil dich. So. Sieht auf jeden Fall schick aus hier schon nochmal. Eine Roboterwerkstatt. Ich weiß ja nicht, wie das hier so gehandhabt wird. So. Die wollen noch so ein Pferdeteil haben. Setzen wir das dort mit hin. Ja. Eins dahin. Eins dahin. Und eins dahin. Werkzeugschmiede müssen wir ja auch noch bauen. So, dann so, so, so. Jo. Okay, der wird gleich gebaut. Thank you.
Hier. So. Alles schön wegmachen hier, braucht keine Sau. So. Oh Gott. Was fehlt ne? Holzbretter. Da soll doch nur Holz und Stein rein. Genau. Was ist denn hier los? Wer weiß, wer weiß. Dann wollten die noch so was hier haben. Ja, dahin. Genau. Thank you.
Das hier brauchen wir noch. Dahin. So, einmal speichern, das löschen. Überschreiben, ja. So, aber ich werde jetzt auch hier den Stream beenden. Wir werden beim nächsten Stream hier weiterspielen. Danke fürs Zuschauen an alle, die hier während der Zeit schon wach Wahnsinn, whatever. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Stream und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.